herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön, das reicht. Danke schön. Alle gegen Hamburg 2. Es ist im Prinzip so wie im letzten Jahr. Ja? Die Regeln sind gleich geblieben. Es ist eine Live-Spielshow und da könnte man sich jetzt natürlich fragen, na gut, Live-Spielshow ohne Kandidaten wäre langweilig. Das ist hier ganz besonders. Wir haben zwei Teams, die gegeneinander antreten. Team Alle ist heute der Chat und ich sehe euch hier auf der Bühne. Einen kleinen Applaus für den Chat. Ja, doch, das kann man mal machen. Ja, Alle gegen Hamburg, Team Hamburg. Das seid ihr, liebes Publikum. 1300 Menschen sind hier heute Abend. Ja, und das Schöne ist auch, weil ich habe noch eine gute Nachricht für euch, ihr müsst quasi gar nicht eure Hände schmutzig machen. Denn für die Spiele haben wir andere Leute. Und hier sind Peter, Brammen, Christian, Jay und Sepp. Das ist ja super. Lauter! Lauter! Hallo Hamburg! Da ist noch Hallo Chat! Das sah richtig cool aus. Das sah richtig cool aus in deinem Kopf oder auch in Wirklichkeit? Nein, das sah richtig cool aus. Das ist ja Jules Idee gewesen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe gerade kurz gedacht, krass, guck mal, da hat jemand Pete's Meat Merch. Ja, neben dir. Auch. Oder liegt da auch, hat jemand ein Schild? Ja. Keine Ahnung, was da drauf steht. Team Hamburg. Team Hamburg. Ah. Ja, ihr seid ja Team Hamburg. Team Hamburg. Ihr seid Team Hamburg. Guck mal, er klatscht gar nicht. Er kann doch nicht leiser sein als euch. Wie heißt dein Pferd, Christian? Peter. Hey! Boom. Hast du da gerechnet? Hier mal kurz zur Seite. Boom! 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 Oh. Okay, cool. Ich würde sagen, ihr habt es ausgereizt. Jetzt. Peter! 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 Ich muss euch noch was sagen. Ja, was denn? Denn wenn wir eine Spielshow machen, dann ist natürlich auch irgendwie, es muss ja einen Gewinn geben am Ende, ne? Es war ein Gewinn, das glaube ich immer noch nicht. Das war ein Gewinn fürs Publikum. Ja, ja. Das ist wie Sascha Krammel hier, oder was habt ihr hier so Brandpunkt? Du hast uns das Spielzeug gegeben. Ihr euch hallo. Nee, hallo. Was? Das Gott. Aber, das ist aber interessant. Ey, durchlesen. Das ist aber interessant. Der ist kaputt. Was passiert da? Werden wir 5 Leute aus dem Publikum holen. Wieso freuen die sich schon? Ihr wisst doch gar nicht, was passiert. Und dann darf... Die dürfen schon gehen, immer bevor... einer einem von euch eine Torte ins Gesicht. Nein, wie krass! Das will ich! Guck mal, der Chat ist auch für Hamburg! Ihr könnt mal gerne da hingucken. So heißt das erste Spiel. Da läuft einer rum. Das ist Roman. Oh, geiler Animation. Da kann man schon mal applaudieren für, ja. Ihr schlüpft gleich in die Rolle von Avengers. Ja. Jeder von euch bekommt eine Aufgabe, wo er der Hauptakteur ist. Die anderen dürfen selbstverständlich helfen. Das sind ja Avengers, die dürfen sich ja helfen. Ich bin Scarlett Johansson. Und es wäre natürlich jetzt langweilig, wenn wir uns das jetzt vorstellen müssten, wie ihr als Avengers ausseht. Nee. Deswegen würde ich euch jetzt bitte einmal nach hinten beten, denn da gibt es schöne Kostüme und da könnt ihr euch verkleiden. Mir bleibt nur noch eins zu sagen, Avengers Assemble. Spider-Man! Hallo! Das hier sind alles eure Aufgaben. Du hast eine Pflanze gesehen. Und wir beginnen mit unserem Kapitän Deutschland. Ja, Kapitän Deutschland! So. Alles für die See. Ja. Ihr haltet das, Brammen wirft von da und ihr müsst versuchen, die zu fangen. 3 Versuche. Ich hätte ein erfolgreicher Geschäftsführer werden können von einem DAX-Unternehmen. Ja, dann hast du mich eingestellt. Ja, dann habe ich dich eingestellt. Angehen! Was denn? Es ist nicht weit genug. Das war ja. Das ist Scheiß Maske. Ja, damit. Alter, da. Ja! Hier ist ein Kabel locker. Gefangen, Mann. Ich würde es nicht ändern, Bram. Und zwar haben wir als Partner den neuen Venom-Film, der bald rauskommt. Venom The Last Dance. Der kommt am 24. Oktober im Kino. Der gehört nicht zu den Avengers. Was machst du da? Ich bin mit der Kamera. Haben wir gleich Fragen, beziehungsweise eigentlich zum Trailer. Und wir haben hier 20 Personen. Nichts los, dann können wir es auch gerne abbrechen. Hallo, da ist nichts. Hallo, na. Sorry. Na, der war aber jetzt gut. Bram hat ihn ganz schön gut reingetrieben jetzt. Ihr dürft noch einmal schlagen. Also, wenn das jetzt einmal passiert, dann breche ich ab. Ich habe ihn nicht verstanden. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Der Ding ist schief. Mann, ey. Ja, ist doch egal, ob der schief ist. Der Ding ist schief. Der muss da nur drin sein.
Der muss schon drin sein, ne? Also der, aber na. Muss der drin sein oder das Holz berühren? Der muss drin sein. Also wir können den auch so krumm haben. Okay, damit ist das vorbei. Ein Schlag, vorbei. Ich hab's gesagt. Nein? Vorbei. Ich muss streng sein. Andi. Nicht geschafft. Ich hab das versucht gerade zu machen. Nicht geschafft. Du als Bienenmann musst jetzt logischerweise eine Blume bestäuben. Das mache ich gerne, ja. Ich gerne Blumen. Wir haben eine wunderbare Blume und zwar die hier. Ach, das ist die Scheiße. Blume. So, und da sind so Klettdinger draufgeklebt. Und unser Bienenmann, ja genau, du darfst gerne mal vor, weil du machst das schon eigentlich richtig, weil du musst das jetzt raustwerken. Aber Andi. Du twerkst jetzt raus und dann, Jay, musst du von dieser Position, die hier auf diesen Schirm werfen. Soll die da hin twerken? Ja, nein. Denn gehen? Sag mal, hört mir hier überhaupt irgendwas zu? Werfen. Guck mal, wie weit die gehen! Du sollst das werfen! Du sollst das werfen, du Trottel! Ich hab's verstanden! So. Okay. Drei Stück. Wie viele? Ja! Drei sind runter, vier sind runter! Drei müssen haften. Bleiben ja nicht mal kleben! Die bleiben haften. Okay. Ist das eine Richtung halt? 20 Zentimeter entfernt. Die bleiben ja nicht kleben! Du triffst aber auch nicht! Hä? Hätte ja klappen können. Ja, ich dreh. Oh. Aha! Okay. Hab ich gesagt. Oh, die bleiben ja kleben. Hulk, schlau. Einer muss noch. Drei müssen haften. Hey! Trotzdem ein bisschen schräger. 16, Entschuldigung. Ah, guck mal! Ihr habt das Spiel geschafft. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie haben die beiden Teams euch eingeschätzt? Denn wir versuchen jetzt ja, die Finalvorteile zu verteilen. Ihr habt 8 Punkte erreicht. Ist das etwa ein Prozentbalken? Nein. Wir schauen uns Hamburg an. Es sind auch 6. Ja, damit erhalten beide Teams einen Vorteil fürs Finale. Und das zweite Spiel, liebes Team Pietsmeet, das heißt so. Hey, das ist ein Klo. Achso. Ihr bekommt Blindbrillen aufgesetzt und dann kommt hier eine bekannte Person rein und ihr müsst die erraten. Und wir machen das jetzt erstmal wieder mit dem Chat. Ihr dürft jetzt abstimmen. 3 Runden, also Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen. So. Hallo? Komm, lass mich nicht hängen. Schauen wir mal, wer jetzt kommt. Schau mal, wer da ist. Angela Merkel, wow. Lebt die Person noch? Nein. Oh, ist nicht Merkel. Es ist Helmut Kohl. Ja, aber Frau. Ach so. Eine Frau, nee, muss keine, oder? Die Königin hier von... Es könnte die Queen sein. Es könnte die Queen sein. Bist du Ausländer nach Deutschland, aus deutscher Sicht? Okay, bist du ausländisch aus deutscher Sicht? Ja. Okay, bist du Europäer? Bist du Europäerin? Oh, ja. Also ja. Okay. Okay, dann bist würde du ich Englisch? Jetzt... Ja. Ja, aber das ist die Queen. Das ist richtig. Ja. Oh, Elisabeth, du geile Sau. Die nächste Person auf die Bühne. Ja, ist Bibi. Okay. Das ist jetzt Julienko. Bibi Blocksberg. Oder das. So. Okay, ich habe eine Idee. Es ist der nackte Luca. Jetzt. Okay, kennst du Pietsmeet persönlich? Ja. Ist es Paul? Nein. Arbeitet sehr bei uns. Arbeitest du bei Pietsmeet? Ja. Easy, okay. Jetzt sind wir safe. Jetzt haben wir einfach durch. Jetzt kann ja Peter alle Mitarbeiter durchgehen. Ja, okay. Bist du Luca? Wir gucken uns jetzt an, Team Hamburg. Wie habt ihr abgestimmt? 2. Oh, Hamburg, oh, was ist los? So, unser drittes Spiel heißt oder, ne? So. So? Jay darf alle ärgern. Ja! Hä? Ja! Oh nee. Ja! Also wir machen. Gib mir den Schweinehoden! Es wäre Wenn da jetzt Surströmming kommt, dann wird das nichts. Ich esse das. Als ob die Surströmming öffnen, dann wird nicht jeder hier würgen. Peter isst alles. Seit ich mal Hundefutter von dir zu essen bekommen habe, gehe ich davon aus, könnten da wirklich irgendwie so Spinnenviecher oder so drin sein. Das war ein schöner Moment in meinem Leben. Wo ist Dr. Bob? Ja, aber ich kann am Hand des Ohne Dr. Bob können wir keine Dschungelprüfung machen. Wollt ihr Dr. Bob haben? Oh mein Gott, nee! Ladies and Gentlemen, hier ist unser Dr. Bob! Was? Oh mein Gott! Dr. Bob! Das ist die beste Show, die wir jemals hatten und je haben werden! Eigentlich bin ich nämlich gar kein echter Sanitäter.
Naja, egal. Aber meins. Thanks, Bob. Tschüss. Oh mein Gott. Zieh einfach so fest du kannst. Darf ich ja nicht. Andi hat gesagt, ich darf es nicht kaputt machen. Nicht rausholen, genau. Aber da drin bleiben, da drin abknoten. Du hast noch 10 Sekunden. Ach Mann, Andi. Reis und Bohnen. Kriegst du den Knoten nicht auf? Nein. Das ist ja und der Stern ist leider weg. Das ist einfach Wackelpudding mit so Gummiaugen. Die kann man das sind Schlachtabfälle, das sehe ich doch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es essen. Aber wenn ihr Hunger habt, bitteschön. Da sind Haare drin. Hast du eine Katze? Zwei, ja. Ah ja. Du bist so ein bisschen abgelenkt. Ich habe, also normalerweise werden die Dschungelbewohner, Bewohnerinnen ja auch immer abgetastet, ne? Ob die was ins Camp schmuggeln. Echt? Okay, komm. Soll ich dich mal abtasten? Was schmuggelt der denn? Oh, ich weiß, was er geschmuggelt hat. Das wäre jetzt richtig krass, wenn du mir was unter... Was ist da drin, Bram? Was ist da drin? Als wenn ich selber in meine eigene Tasche nicht geguckt habe. Was ist denn da drin? Da ist ein Kondom drin. Bram, willst du Sex im Camp haben? Was ist das denn? Willst du im Camp Sex haben? Mit wem von uns vieren? Was ist das denn? Was schmuggelst du denn das hier rein? Was heißt jetzt schmuggeln? Darf nicht jeder einen Gegenstand seiner Wahl mitbringen? Ist das dein Luxusgegenstand? Natürlich ganz klassisch für das Dschungelcamp. Ihr werdet jetzt Sachen essen müssen. Beziehungsweise ihr könnt es euch aussuchen, denn wir werden euch immer erst eine leckere Sache geben. Das ist sozusagen die Herausforderung. Wenn ihr die esst, dann verliert ihr den Stern. Oder ihr sagt, nee, möchte ich nicht essen, aber dann gibt es was Ekliges. Also wir müssen einfach Nein zu also, leckerem aber Essen. Aber warum gibt es dann was Leckeres? Also warum? Hä? Na, damit, wenn du den, also du kannst natürlich auch so, weil man das im Dschungelcamp so macht, hinterfragt das hey, doch das nicht. Ist, ihr müsst euch jetzt aussuchen, wer das essen soll. Jay. Okay. Das ist die Herausforderung. Dafür hast du jetzt 60 Sekunden Zeit für einen Stern. Und es ist passend natürlich zu dem Überraschungsei, es ist Eier mit Soße. Jay. Das ist so okay, wenn der Mund leer ist. Du hast noch 8 Sekunden. Ja, war knapp, Alter. Du hast es geschafft. 4 Sekunden sind noch übrig. Da ist Buttermilch drin, Mehl, Zucker und Eier. Und was? Zucker, ganz viel. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das ist ja nicht giftig. Ja, Mehl ist glutenhaltig. Aber du sagst gleich an, nicht jetzt sofort. Ja, nicht sofort. Ich zeige es erstmal. Es ist Madenschokolade. Oh, die kann man kaufen. Das Ganze. Das ist ja assi für dich. Ja. Leck alles. Mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Also die Maden sind nicht das Problem. Darf ich mir die Maden rauspicken und ohne die Schokolade essen? Was seid denn jetzt für Picky Eater jetzt? Peter. Bist du bereit, Peter? Ich bin bereit. Deine 60 Gabel Sekunden ab. Laufen ab jetzt. Du isst mit den Händen? Ja, natürlich. Wie denn mit der Gabel oder was? Ja, wie er wieder am Schlingen ist. Ey. 5, also abschmeißen 4, das. 3. Mund vorbei. Nein, Bram, die Bühne wird noch gebraucht, aber trotzdem ja, Applaus für Peter. Jetzt habe ich das auch noch umsonst gegessen. Was? Ja. Das eine ist Sauerkrautsaft. Ich glaube, das ist das hier. Riecht man wahrscheinlich auch. Und das andere ist ein Ingwer-Shot. Also es ist mehr als ein Shot. Scheiße. Deine 60 Sekunden, beides austrinken, laufen ab jetzt. Ach du Scheiß. Chris. Ganz auch. Oh. Oh, der ist krass. Der muss weg. Das ist das Gesicht von einem Sieger am Ende vom Abend, der sagt, das letzte Getränk trinken. Du hast es geschafft. Also beim Trinken war das okay. Ja. Aber wenn du absetzt und dann die ganze Luft nochmal nachkommt, boah, war das eklig. Das Ausatmen Alter. Dann ist schlimm, ja. Code Geburtsdatum von Andi ohne Jahr. Okay, ich weiß nicht, wann Andi Geburtstag hat. Woher soll man das wissen? Aber wann hast du Geburtstag? April? Wann hat Andi, weiß jemand, wann Andi Geburtstag hat? 20.04. Ich hab ne Kiste! Ohne Jahr. 2004. Ist schon mal da. 2004 oder 204. Also das ist dreistellig. Ja, dann 204. 204? Ja. Dreistelliger Code. Aber Andi hat am 23.04. Geburtstag. 23.04. Andi hat am 23. nicht am 20. Das war wohl ein Fehler. Ja! Wir haben die Million! Du müsst doch den Stern hochholen. Wir haben die Million! Ihr habt's geschafft! Sehr gut! Dankeschön! Also erstmal, ne, 20.04., da hab nicht ich Geburtstag, sondern Hitler. Das kann man auch mal verwechseln.
Habt ihr sehr gut gemacht. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass du nachgucken musstest, dass ihr gar nichts wusstet, wann die Leute Geburtstag haben, aber naja, so sagen wir. Wir wissen immerhin, dass sie bei uns arbeiten. Ja, das weiß ich. Immerhin, ja. Also das ist der letzte Stern, Andi, den ich bekommen habe. Andi, wann hat ein Sepp Geburtstag? Aha. Sauerkraut. Fünf. Sechs Sterne. Sehr schön. Nee, doch, ihr habt doch recht. Ich habe gerade gehört, es wären doch nur fünf, aber ihr habt recht, es sind sechs. Haben wir ihr seid recht? Schlauer als die Regie. Hat die Schummelhummel da nicht zugeschlagen? Nee, scheinbar nicht. Also sechs Sterne habt ihr bekommen. Wir lösen das jetzt natürlich gleich bin auf. Ich bin nicht so sicher. Es sind fünf. Aber Andi, warum, Peter? Noch. Wir gehen nochmal durch. Wir konnten es ja. Stimmt, ihr habt das nicht geschafft und das nicht. Ihr seid, es ist so. Die liegen hier einfach überall rum. Hä? Bei euch muss man immer aufpassen. Wir wären damit durchgekommen. Fünf Sterne. Was hat Hamburg gewotet? Das stimmt nicht. Sechs. Und wir hatten sechs. Und unser viertes Spiel heute Abend, das heißt so. Ach du Scheiße. Nee, wir machen jetzt gleich Kirmesspiele, für die ihr eine gewisse Anzahl von Versuchen nur habt. Ihr müsst die versuchen, gut aufzuteilen, diese Versuche. Ach du Scheiße. Und ne, möglichst viele Stationen schaffen. Das könnt ihr euch entscheiden. Kann man das auch sehen? Können wir mal kurz auf das obere linke Loch gehen? Was ist denn da oben? Wieso ist das zu? Das ist die Hand von Cucurella von Spanien. Was? Von wem? Cucurella? Ja, dem Spieler. Aber der Kameramann steht da wirklich gefährlich. Sorry. Das ist sein Job. Voller Cool. Du versichert. Ja, schon klar. Im Abstand. Er ist versichert. Ja, genau, das ist die nächste Station. Das ist unsere Dartscheibe. Und ich weiß, das kann man mal zeigen, weil eigentlich war das so geplant, das ist eigentlich lustig, weil die Dartscheibe ist hier hinten eigentlich. Hä? Aber das hat nicht gepasst, deswegen haben wir es jetzt auf die Rückseite gemacht. That's show business. Ihr müsst davon. Warten, Banger. Ich verstehe gerade. Dein Joke ist insane. Alle lachen. Alle jetzt lachen. Ich hab Spaß. Das ist auch ein bisschen hier für mich in der Hand. Ja, also, ihr müsst hier Bälle werfen. Oh Gott. Ja, Körbe werfen. Und zwar mehr als euer Herausforderer oder eure Herausforderin. Gibt es denn hier im Publikum jemanden, der gut Basketball spielen kann? Dirk Nowitzki. Wer jetzt dabei bist. Oh, er rennt sogar noch. Nach zweieinhalb Stunden massiver Unterhaltung rennt er. Ja, das ist ja nett. Wer bist du? Fabian. Ja? Fabian, hallo. Darfst du einmal? Fabian. Okay. Wer mehr Körbe wirft, der hat gewonnen. Okay. Das Ganze ist ein Versuch. Ihr macht das so lange, bis ihr Fabian schlagt. Ja. Okay? Okay? Ja. Das Ding zählt hier mit. Ist das so schwer zu verstehen? Das ist was. Das kann ich aber wirklich nicht. Das ist auf Zeit. Ja, ja. Logischerweise. Marvin ist gerade so gekommen. Müssen wir das jetzt abwarten? Aber wir müssen jetzt 10 Sekunden warten. Also, du stellst das ein und dann geht es los. Ich sag das dann auch an. Die Zeit läuft gerade runter. Erzähl doch so lange noch mal einen Schwenk aus deinem Leben, bis die Zeit abgelaufen ist. Die Zeit ist jetzt ja abgelaufen. Oh, ein langer Schwenk. Schade. Okay. Naja. Langweiliges Leben wohl. Also, auf 30 Sekunden stellen, genau, und dann geht's los. Ja, 18. 18, 15. Wer einen noch? Nein! Ausgleich. Nein! Schnell! Ja, die Rache des Fabians! Nein! Ich war auch bei 21! Oh mein Gott. Ja, Fabian ich hat glaub, gewonnen! Das, hat nicht mehr gezählt. Ja, das ist der erste Versuch weg! Tja! Und dann ist auf 0 runtergesprungen, damit war er erst auf Zwonkel, Alter! GG! Du bist doch Zwonkel, Alter! Du musst aber die Maske jetzt wieder abgeben! Christian Stachel aus Fußballgott. Ja. Hat mal Hand! Ihr müsst aber noch mal treffen, ne? Was? Ah, ja, stimmt. Zweimal treffen? Dreimal, hab ich doch gesagt. Ja, ich versuche noch. Wir haben ja noch Cocky. Ich bin in der ersten Sekunde serious. Nein, aber wir beide, dass wir überhaupt getreten haben, ist ja schon Cockiness. Was ist das denn? Was ist das denn, ja, wow. Sebastian? Das ist auch Cocky. Wir müssen jetzt einfach so wenig wie möglich. Der ist drin! Ah, gut. 9 Versuche hattet ihr jetzt noch übrig und das ging es ja auch zu voten, wie viele Versuche noch übrig sind. So, jetzt wird es wahrscheinlich wieder so sein wie beim letzten Mal, dass das Einblenden nicht funktioniert. Schon Chat. Einmal aufs Ohr. 5. 0.
5 hat der Chat gewertet. So, jetzt bekomme ich aufs Ohr, wie unser Publikum gewotet und? Hat. 0! 7! Das heißt, das Publikum ist näher dran! 3-2 steht es. Und damit geht Team Hamburg mit einem Vorteil mehr ins Finale. Ich ziehe nur für Team Hamburg. Die erste Person ist Rammen. Rammen! Ich schwöre euch, ich tue mein Bestes für die Torte. Denkt dran. Die nächste Person ist Peter. Ich tue alles für die Torte. Auf Ehrenregelbasis. Wieso kriegt Hamburg eigentlich 3 Leute und der Chat nur 2? Ja, wegen Vorteil. Aber also, bist du eben erst dazu gekommen, oder was? An. Wir haben hier auch irgendwo Armbinden. Die liegen da hinten, perfekt. Armbinden? Was? Ja, Armbinden. Captain Deutschland. Ich bin auch gerade. Andi. Du bist weißt du, welches Wort Team? Neu? Armbinden. Holländischer aber. Armbinden. Die Bengals. Oh, durch. Eine kurze Frage. Beim letzten Mal konnte man da sogar dann ziehen. Was? Wir gehen jetzt die Station durch. Liebe Regie, wir müssten einmal die Bildschirme hier switchen, weil aktuell sehen wir hier den Stream. Das ist nicht so sinnvoll. Da wäre hier gut, wenn hier die Hinweise gleich kommen. Hier ist noch der Stream. Ja, ihr müsst hier einen Teller zum Drehen bringen. Noch nicht probieren. Ja, ich zeigen. Du bist wie Stefan Raab. Lass das. Kannst du das mal demonstrieren? Nein, ich demonstriere das nicht. Mit der das hatten wir beim letzten Mal auch. Das Seile entknoten. Sepp, sag mal. Ich habe das nur hochgehalten. Ja. Hatten wir das letzte Mal? Du darfst die nicht anpacken, die Luftballons. Sepp. So, das ist die 4. Ich will nichts fragen. Es gibt Leute, die haben noch früher Nasenbluten auf Kindergeburtstagen von bekommen. Und zwar, ihr müsst, wir haben das mal ausgetestet. Eigentlich war der Plan, dass ihr das mit diesem Seil ne, einmal hochwerft und dann wieder auffangt. Ja. Das ist zumindest für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Hä? Ich kann das nicht. Gibt es im Publikum welche, die das können? Ja, klar, ist mega easy. Das sieht doch einfach aus. Immer bei ich hätte jetzt auch gedacht, dass das voll einfach ist. Super einfach. Ja, dann würde ich sagen, habt ihr euch jetzt selber in die Scheiße geritten? Ihr müsst es hochwerfen und wieder auffangen. Ja. Dann die 5. Station. Wir müssen Andi abwerfen. Mit diesen Basketbällen an einer bestimmten Person vorbei dribbeln. Also ganz klassisch. Und wir haben einen professionellen... God damn it! Zweck, Zweck! Da ist eine Heftzwecke auf dem Boden. Oh ja, das ist gefährlich. Echt? Ui. Sieht so aus. Ja, oh, Jay, 160. Ja, gut aufgepasst. Einfach. Applaus nicht, für Jay. Dass wir hier uns noch... Ja. Arbeitssicherheit ist hier wichtig. Jetzt kommt die Station, die ja so einfach ist. Oh Gott. Das ist ja unmöglich. Jay ist an Luca vorbei. Okay, jetzt muss er die Freisprechenkarte finden. Und da hat er schon die erste und er kommt zurück. Das ist die letzte Station. Er muss nur noch zu mir und mir die Antwort sagen. Wenn die richtig ist, dann bekommt Team Hamburg den ersten Punkt. Das ist ja unmöglich. Hallo Jay, du kannst dir Zeit lassen. Alter. Dankeschön. Was ist deine Antwort? Was steht denn da drauf? Freisprechenkarte. Geil. Du kannst dir gerne Zeit lassen. Geh über los. Bitcoin. Bitcoin ist korrekt! Oh Mann! Alles klar. Sehr gut! Jay, wie hast du das mit dem Zwinkel-Zwonkel-Ding gemacht? Was? Ja, hochgehoben, hochgeschossen und dann aufgefangen. Das ist echt schwierig. War der. Wie hoch flog das denn? Hat er die Leine noch berührt, als er geflogen ist oder nicht? Nein. Das sind Fragen, die wir nicht stellen. 5. Sehr gut. Hey, das Ding ist voll nass, wer hat das? Oh, das hat geklappt! Ja, das war einfach. Peter hat's geschafft. Oh Gott, oh Gott. Du Wichser! Mein Kabel! Ach, Mann. Ja. Bramen ist vorbei, sehr gut. Er muss die Karte holen. Da Peter gewesen. Sich da noch ein bisschen hey, abmühen muss. Hey, Andi, was ist das denn? Der ist doch nicht da rum gewesen. Doch, doch. Und Bram ist schon da und gib mir die Karte. Was ist deine Antwort? Neuseeland? Neuseeland ja, ist korrekt. Richtig. Ja, Publikum eher für Luca jetzt, weil Sepp in Team Chat spielt. Sepp und Bram auch weiter. Bram hat es natürlich sofort geschafft. Hört einfach Karte. Auf.
Die erste, du musst das Publikum holen. Publikum. Ich war beim Publikum. Aber Bramen kommt noch. Hier steht. Freisprechenkarte. Bramen und Sepp, jetzt, ihr müsst euch beeilen. Bram ist der Erste. Sepp ist auch da. So, Bram, was ist deine Antwort? Ich schon eine Kartoffel. Bram sagt Kartoffel und Kartoffel ist korrekt. Eins. Das ist der Sieg für unser Publikum, für Team Hamburg. Ich habe eine vorhin. Es hätte Jay sein können, aber es war Bram. Kommt bitte also, gerne mit mir nach vorne. Das stand so nicht. Und großer Applaus an Luca. Ja. Jetzt kommen drei Leute. Moment, das ist jetzt irritierend. Ich habe auf eine Person gezeigt. Ihr könnt alle runterkommen, egal. Wie soll das gehen? Also. Das sind viele, oder? Ja, da sind wir zu viele. Ja. Andi kriegt auch einen. Andi kriegt auch, nice. Das ist doch eine tolle Sache. Was denn? Ich hab Mikrofon und in ihr und so, das geht auch. Nicht. Lauter! Andi, ich hab auch ein Mikrofon. Ich bin mutig. Naja, Bram. So. Ja, macht gefühlvoll. Oh. Ah. Ah. Sehr schön. Alter. Ich habe auch schon was abbekommen. Du hast wirklich alles im Gesicht. Möchte mal ganz kurz. Würde ich sagen, zählen wir wieder runter. Ja, Moment, ja? Ich möchte vorher mal adressieren, ja, dass ihr alle schlechte Menschen seid, die niedere Gelüste hier zeigen. Ja? Dass es euch geil macht, wenn so jemand wie ich jetzt diese Sahne ins Gesicht bekommt. Und wenn das jetzt passiert, dann will ich euch wenigstens feiern hören. Fünf. 4, 3, 2, 1. Oh, Alter! Steht, also man muss es tragen können, man muss es tragen können, so. Nein! Zwei. Ist ja ganz besonders schön. Was machst du hier, Ben? Das ist Ben. Großer Applaus für Ben. Ach so, du machst das jetzt für mich, oder was? Du bist so ein Arschloch. Also den Applaus für Ben, den fühle ich gerade. Andi. Das passiert uns allen mal. Ach Mann, ey. Ben! Nochmal hinterher! Ich habe aber schon wieder mehr bestellt. Ihr seid alles niedere Menschen, auch da draußen im Chat, dass ihr da so drauf abgeht, ne? Ja. Wer oder was ist? Ihr feiert euch dafür, jeder Einzelne in diesem Raum. Dafür! Möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank an alle. Kommt gut heim. Ciao.